Hallihallöchen und willkommen zurück zu Hausflipper. Wir machen weiter in unserem kleinen, ich weiß noch nicht, was das werden soll, Häuschen. Es ist doch sehr spektakulär hier mit unserem Balkon, mit unserer Dachkonstruktion, die aussieht wie Hulle. Ich weiß noch nicht, was das am Ende hier wird. Aber als kleine Info schon mal, bevor wir jetzt hier mit dem... Geh's mal hoch, mit dem Bauen weitermachen. Ich starte jetzt in eine Vorproduktion für den Urlaub. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber ich werde dann halt definitiv für eine Weile jetzt nicht auf Kommentare direkt im Bauprozess eingehen können. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, kann das sein, dass die dann erst in einem Monat oder so umgesetzt werden. Nur, dass ihr das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf habt. Und euch dann nicht wundert, warum es nicht unbedingt weitergeht, ne? Oder ich nicht auf eure Wünsche, sag ich mal, direkt eingehen kann. So, wir machen heute auf jeden Fall das Badezimmer weiter. Wir brauchen noch Wandfliesen, wir brauchen noch Beleuchtung, wir brauchen noch Dekoration. Es ist noch eine ganze Menge, das wir hier machen müssen. Fangen wir mal mit einem Lichtschalterchen an. Einfach mal popelig in weiß. Geht immer ganz gut. Hauen wir den hier hin? Ich weiß auch noch nicht, wie die Tür da reinkommt, ne? Wie rum? Dann ist er vielleicht hier sinnvoller. Und ein Licht. Eine Deckenlampe. Vielleicht macht sich ja sowas hier ganz gut. Oder länglich. Größere längliche. Ich glaube, das ist ausreichend Beleuchtung, ne? Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht über den Spiegel noch irgendwie was hinmacht. Von wegen optimale Beleuchtung beim Stylen. Hier sowas zum Beispiel. Sieht komisch aus mit dem Schrank, ne? Lass uns da nochmal nach was anderem gucken, was vielleicht schmaler ist. Bist du schmaler? Nee, du bist genauso groß. Das wäre gut. Mach das Licht an. Dass man da nochmal so angeleuchtet wird. Ich glaube, das ist ganz gut. So, jetzt brauchen wir noch Bodenfliesen. Wir brauchen Wandfliesen. Müssen wir mal gucken. Boden und Decke. Fliesen. Wir haben hier ja jetzt dieses Braun-Konzept mit Weiß. Vielleicht nehmen wir irgendwie Schwarz als Bodenfliesen. Mir gefallen die weißen Rillen dazwischen nicht. Du siehst aus, als hättest du keine schwarzen Rillen. Ist aber auch kleinkacheliger, ne? Oh Gott, nee, du hast ja so ein ganz komisches Muster noch da drin. Passt das? Es würde zur Dusche passen. Aber irgendwie gefallen tut mir das auch nicht. Vielleicht doch was Helleres? Ja, so klassische weiße Fliesen und dann die Wände interessanter machen. Ich glaube, das ist besser, ne? Wenn wir dann die Wände halt schön machen. Wände. Wandfliesen. Da kann man natürlich jetzt auch gucken, dass man irgendwie was macht, dass nur die eine Seite halt mit Fliesen ist. Die andere vielleicht nur so halb-halb oder so. Sowas wäre natürlich auch interessant. Wir brauchen halt definitiv... es leckt. Diese ganze Wand entlang und das Stück vielleicht bis zum Fenster oder schon vorher. Das muss definitiv gefliest werden. Der Rest braucht nicht zwingend Fliesen. Ich hätte gerne auch irgendwie Fliesen, die so halb-halb sind, ne? Wo man dann sagen kann, der obere Bereich...
Muss nicht gefliest sein. Gibt's ja auch. Ich weiß noch nicht, wo sie sind. Hier wäre sowas. Da könnte man natürlich dann auch halb-halb machen. Aber ja, das passt nicht dazu. Und ich glaube, das wird dann zu viel rot, oder? So was? Irgendwas, was noch interessant ist. Das könnte vielleicht auch ganz gut passen. Farblich. Oder man geht halt wirklich in so eine Richtung Grau. Oder Grün. Grün wäre auch noch eine schöne Farbe. Wenn man so die restlichen Akzente mit Grün... Ja, dann habe ich schon wieder dieses Braun-Grüne, ne? Habe ich nicht gesagt, ich will auch farblich mal was anderes machen? Ist ja schrecklich mit mir. Doch, das geht eigentlich, ne? Ich finde, das geht farblich. Jetzt ist halt die Frage, machen wir dann an den restlichen Wänden sowas zum Beispiel? Weiß nicht, vielleicht hier entlang noch, die restliche Wand? Weil dann wäre ich tatsächlich dafür, das vielleicht bis dahin so zu machen. Ja, das sieht gut aus. So, und dann hier drin. Es fehlt uns zwei. Toll. Ich möchte das wegen der Ecke nochmal kaufen. Weil vielleicht könnten wir ja auch sagen, dass wir das hier zumindest in dem Bereich noch weiter durchziehen. Wegen Händewaschen, ne? Spritzt ja auch ganz schön rum. Müsste man das da dann abschließen oder zieht man die Wand durch? Ich glaube, wir ziehen die Wand lieber durch. Dann haben wir sie auch verbraucht. Ich finde, das hat was. Und die Wand lassen wir halt weiß. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Ich wollte noch... Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Toilette. Warte mal, damit machen wir als erstes weiter. Eine Toilette. Was Standardmäßiges, ne? Das muss jetzt nichts... spektakulär Schönes sein. Sehen aber alle irgendwie komisch aus. Das ist der Klodeckel. Die ist schick. Aber da hätten wir, glaube ich, nicht das... Achso, das ist dann gleich direkt alles. Was ist das denn dann hier? Das Klo selber? Ja, das machen wir in weiß. Und das Metallwarz? Aber das ist die Frage, wo ist der Spülkasten? Wo spült man denn dann ab? Sowas reicht, oder? Jetzt hier... Wie weit kannst du denn nach hinten? Machen wir dich hier... Nein, so nicht. Nein. Ja. Okay, ich muss doch von vorne gucken.
So. Montieren. Jetzt ist es nicht bis hinten an der Wand dran, ne? Meine Güte. Warum denn nicht? Du wirst, glaube ich, nicht ganz hinten an der Wand dran sein, ne? Du warst schon richtig positioniert. Das sieht ja kacke aus. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall eine Toilette. Jetzt hätte ich noch gerne so eine Handtuchinstallation für die Wand. Das hier. Das liebe ich, ja. Haben wir das jetzt... Oh, das könnten wir auch über dem Klo machen. Das finde ich gut. Jetzt ist die Frage, wo sind Heizungen? Ist das mit bei Anschlüssen? Ja, ne? Ja. Das hier. Oh, festschrauben, Käppchen drauf. Und fertig ist unsere Handtuchhalterung. Ah, das ist super, das ist perfekt. Jetzt könnten wir theoretisch erstmal eine Tür reinmachen und dann mit der Dekoration anfangen. Ich glaube, dann kriegen wir heute das Badezimmer sogar noch fertig. Du bist eine normale Tür, ne? Ja. Was nehmen wir denn? Hier so eine, einfach so eine Holztür. Nee, dass es vom Flur aus gut aussieht, ne? Ja. Okay, super. Wir haben eine Tür. Fertig. Gut. Dekoration. Ich freue mich. Dekoration. Nee, wir müssen, glaube ich, bei Zubehör und dann Bad, ne? Genau. Was nehmen wir denn da Schönes? Wir haben das jetzt natürlich hier alles wild durcheinander gemixt. Die hier sind schon gar nicht so hässlich. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir können das Handtuch jetzt nicht in den Farben einfärben, ne, wie unsere Wandfarbe ist. Das wird halt dann das Problem. Dass wir in einen farblichen Konflikt kommen. Du bist echt nur so mickrig klein. Okay. Nee, dann nicht. Einen hier Teppichvorleger. Das finde ich sehr gut. Aber den können wir auch nicht in der Wandfarbe machen. Ah, verdammt. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Wandfarbe halt ändere. Weil das dann sonst nicht passt. So mit den restlichen Farbvorschlägen. Ich möchte das ja jetzt auch nicht dann schwarz machen. Obwohl das auch passen würde. Aber ich hätte halt gern dieses Grün nochmal aufgegriffen. Du bist echt der Größte, ne? Oder müssen wir vielleicht was anderes nehmen? Du wärst zumindest nur so schmal. Hier für die vor der Badewanne. Das finde ich gut. Und den größeren vielleicht dann hier hin. Ne, sieht aber auch blöd aus. Oder nur so einen kleinen. Vor die Dusche. Alles komisch. Vielleicht machen wir da auch was ganz anderes. Wir gucken mal weiter, was wir noch haben. Hast du dazwischen? Nee, ne? Schade. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Handtücher hier. Hier an der Wand angebracht. Thank you.
So. Jetzt könnte man hier halt noch welche reinlegen. Dafür habe ich das Regal ja gemacht. Warum kann ich die nicht stapeln? Das ist ja auch wieder belastend. Mensch, meine Stimme, ne? Die versagt auch gerade schon wieder so halb. Die finde ich auch schön. Oh, oder diese Holz. Aber das passt dann, glaube ich, optisch nicht mehr ganz hier so rein. Zahnputzbecher. Der muss ja jetzt nicht rosa sein. Weiß vielleicht. Aber den finde ich süß. Seifenspender. Was haben wir noch? Ja, so Seife finde ich immer sehr komisch. Eine Klobürste. Können wir denn hier das Holz nehmen? Ja, ne, das wäre, glaube ich, das Holz. Oder war das das Holz? Das war. Nee, das nicht. Das auch nicht. Schokobuche? Ich glaube, Schokobuche könnten wir nehmen. Die Sachen brauchen wir nicht. Eine Bürste wäre noch ganz gut. Ja, jetzt kommen die Sachen. Wo würde man die lagern? Die Bürste tue ich mal hier rein. Das sind jetzt alles so Details, die am Ende wieder kein Mensch sehen wird. Ein Kamm. Kamm ist auch wichtig. Bürste und Kamm. Das nicht, das nicht. Hundeshampoo, Seifenspender. Hier sind noch mehr Handtücher. Wären zumindest gestapelt. Gott, die sind so klein. Oh, ein Teufelchen-Quietschentchen. Oh, das ist ein Licht. Die Augen können leuchten. Mega gut. Sowas ist auch mal sehr hübsch. Oh, die sind auch schön. So eine Taschentuchbox. Seife, Zahnputzbecher. Alles sehr schön. Hier haben wir nochmal Handtuchständer, eine Leiste für mehr Handtücher, noch mehr Handtücher und Handtücher und Handtücher. Hier sind auch nochmal Handtücher. Nochmal da hinlegen. Ein Föhn. Föhn auch wichtig. Kommt zu den Haarprodukten. Klopapierhalter, ja. Wäschestangentrockner. Zahnbürste haben wir. Ich nehme aber mal so eine Seifen, so eine Klopapierhalterung. Also wirklich gefüllt haben wir die Schränke jetzt nicht. Irgendwie leckt das Ganze ja auch noch. Wobei Kosmetik, warte mal, Behälter. Wir gehen mal hier durch. Genau, ein Wäschekorb wäre natürlich auch sehr gut. Roteiche. Ne, ruhig zu. Metall in Schwarz. Ist das Roteiche, was wir benutzt haben? Nee, ne? Sieht aber am ehesten so aus. Hier ist auf jeden Fall nicht, das ist zu hell. Nee, pass auf, ich nehme hier die Roteiche. Ich glaube, die kommt am ehesten hin. So. Den Wäschekorb könnten wir hier hinstellen.
Oh, hier gibt es auch so ein Doppelding. Ja, dann machen wir hier für dunkle Wäsche. So, nee, warte. Das müssen wir natürlich auch in schwarz machen. Helle und dunkle Wäsche. Oder, warte mal, die machen sich, glaube ich, hier vielleicht besser. Aber dann geht das, glaube ich, mit diesen Handtüchern nicht. So. Oder wir nehmen halt so ein Doppelding. Das wäre dann zumindest kleiner, ne? Aber ich nehme das Doppelding. Flup, flup. Kann man jetzt hier so schön ausrichten. Zack. Da kann man dann die Wäsche reintun. So, was haben wir noch? Körbe, Mülleimer. Mülleimer brauchen wir auf jeden Fall hier. Ja, für so gewisse hygienische Artikel. Noch mehr Körbchen. Mülleimer, 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 Mülleimer. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. So, fürs Büro brauchen wir ja auch nichts. Hobby. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie ein Hobby auf dem Klo habe. Nicht so unbedingt, ne? Dass man jetzt sagt, oh, das könnte man nehmen. Nee, eher nicht. Für Kinder. Da habe ich, glaube ich, jetzt auch eher nichts, was ich ins Bad packen möchte. Na ja, gut. Ich würde aber mal sagen, wir gucken in der nächsten Folge, was wir noch an Dekoration hier reinbringen müssen, können. Nicht wundern, ich versuche die Folgen halt relativ kurz zu halten, eben wegen der Vorproduktion, dass ich das alles schaffe, damit auch, wenn ich im Urlaub bin, für euch Folgen kommen können. Deswegen achte ich jetzt doch ein bisschen mehr auf die Zeit und breche dann doch eher mal lieber vorher ab, damit ich einfach, ne, die Kapazität geschafft bekomme. Ich wünsche euch jetzt aber noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüsselü!